Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play Part von Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir waren hier in diesem komischen Raum stehen geblieben, wo ich da drüben die Skulltula geholt habe. Ja, und jetzt spielen wir einfach mal weiter und gehen mal auf die andere Seite rüber. Hep. 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 Mal sehen, was da drin ist. Der Kompass! Sehr gut. Was geht denn bei dir für einen Film ab? Klick. Ist hier noch irgendwie was? Nope. Hoppa. Oh Mann, Link, wieso springst du da runter? Und brenne, 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 brenne. Wow. Sehr gut. Hopp. Der Dekobaum, der Dekobaum. Wir sind im Dekobaum drinne. Der Baum ist ganz schön hohl. Runter. Sehr gut. Hier waren zwei Skulltulas. Da ist eine. Was? Was? Und da vorne war eine. Ey. Sehr gut. Nein, auf den Knopf will ich noch nicht. Jump! Oh, das war cool. Ich will was ausprobieren. Okay, sehr schön. Oh ja, klar. Yeah, Link schwebt in der Luft. Und dann holen wir uns noch die da. Kletter, 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 kletter. Sehr gut. Up. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich werde das Spiel so gut wie möglich auf komplett eben durchspielen. Ja, ich sammle alle Skulltulas, das versuche ich. Alle Herzteile, alle Herzcontainer. Ja. Nein, mit dir lege ich mich bestimmt nicht an. Vergib mir, Herr, ich werde es nicht wieder tun. Lass mich frei und ich gebe ein Geheimnis preis. Nie wirst du meine Brüder bezwingen, wenn du sie nicht in richtiger Reihenfolge besiegst. Merke dir. 2, 3, 1. Rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Bin ich jetzt... Was weiß ich, was da noch stand. Ihr könnt es ja nachlesen. Och. Ein Auge. Stirr. Und das Auge ist zu. Was?
Listen, befindest du dich im Wasser, kannst du tauchen, indem du A gedrückt hältst. Wette, du findest etwas Interessantes. Ja, diesen Knopf, der da irgendwie unter Wasser gekommen ist. Blub, 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 blub. Jawohl, ja, wer hätte das gedacht? Komm schon, Link. Schwimmen, 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 schwimmen. Hopp. Na. Niemals. Und okay, so geht's auch. Ich wollte eigentlich mit der Schleuder schießen, aber so geht's auch. Stell dich vor dem Steinblock und halte A gedrückt. So kannst du ihn ziehen oder schieben. Auch zum Hinaufklettern musst du dich vor dem Block stellen. Drücke erst Knüppel in Richtung des Blocks und dann A. Achte auf das blaue Aktionssymbol. Sehr gut. Zieh, 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 zieh. Komm schon, zieh, 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 zieh. Ja. Aktion. Bei mir stand kämpfen, aber er klettert trotzdem hoch. Ja, so. Ah ja! Jawohl, ich habe Diamanten, Rubine meine ich, Rubine. Und Deko-Kerne. Wow, lag. Komm runter, komm runter. Batz! Batz! Hui, hui, ganz schön knapp. Ja. Ja, ja. Hui. Au. Hey, ich habe ihn mit einem Stock geschlagen. Ah, heul doch. Heul doch, heul doch. Heul doch. Ich hol mir das Herz noch. Nein, 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 nein. Ja. Hadouken. Yay, 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 yay. Okay, das war's dann wieder mit diesem Part. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch super gut gefallen hat, abonnieren. Und ihr könnt auch gerne kommentieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war euer Herr der Gamer.